Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute übersetze ich euch das Inside Star Citizen, wo es um die Perseus geht und den Tractor-Beam-Aufsatz für das Multitool. Es gibt ein Star Citizen Live, wo es um die Vehicles, die Schiffe und Fahrzeuge der Intergalactic Aerospace Expo geht. Da habe ich euch die wichtigsten Inhalte herausgezogen und bringe sie euch hier übersetzt. Und es gibt ein Star Citizen Käffchen, mein Podcast, wo ich so ein bisschen frei von der Leber weg erzähle. Da möchte ich mit euch die Zahlen angucken der Intergalactic Aerospace Expo. Es gibt News zu einem neuen Studio in Montreal. Ein paar Gedanken habe ich zu den Schiffskopien, nenne ich es mal. Und mal gucken, was mir sonst noch so einfällt. Auf jeden Fall viel Spaß! Dieses Schiff ist also wirklich ein militärisches Schiff. Es geht darum, andere große Schiffe zu zerstören, weil es so respekteinflößend ist. Und wenn man während des Kampfgetümmels eine Flotte dieser Schiffe auftauchen sieht, dann denkt man nur noch, oh verdammt. Eine Flotte in Star Citizen ist sozusagen um ein oder mehrere Großkampfschiffe herum aufgebaut, die den Flottenkern bilden. Nehmen wir zum Beispiel die Javelin, was ein Zerstörer ist, der so konzipiert ist, dass er Kämpfe mit anderen Großkampfschiffen austragen kann. Und wir haben die Idris, einen Flugzeugträger, der es zwar auch mit anderen großen Schiffen aufnehmen kann, er hat eine große Railgun am Bug, aber in erster Linie dazu gedacht ist, Raumjäger zu transportieren. Und dann haben wir die Polaris, ein Langstreckentorpedoboot, und die Hammerhead, die einen großartigen Schutzschirm gegen Jägerstaffeln bietet. Aber was fehlt, ist diese Hybridrolle, die zwischen der Hammerhead und der Polaris sitzt, das Flottenverteidigungsschiff, das mittelgroß ist und in der Lage, schlicht Feuerkraft auszuteilen, um mit großen Bedrohungen durch die größeren Schiffe fertig zu werden, die noch nicht der Klasse der Großkampfschiffe angehören, wie zum Beispiel der Javelin. Es ist schon eine Weile her, dass CIG ein RSI-Schiff gebaut hat. So haben sie sich den Designkatalog genommen, bestehende Schiffe angeschaut und die Zielfunktionalität der Perseus eingebaut. Als CIG dieses Schiff entwarf, wurde quasi um die großen Geschütztürme herumgebaut, mit dem Cockpit am Bug des Schiffes, wie bei der Polaris oder der Constellation. Das allerdings war viel zu sehr Polaris mit den großen Geschützen, und für ein Schiff mit dem gedachten Stil passte das einfach nicht ins Bild. CIG testete dann Alternativen mit einer traditionelleren Brücke, die sich an dem Bengal Carrier orientierte. Das sah definitiv besser aus, hatte aber den Nachteil, dass der obere vordere Geschützturm hinten einen toten Winkel bekam. So mussten sie also sicherstellen, dass der hintere Geschützturm dort keinen toten Winkel hatte. Und dann haben sie sich diesem Thema gewidmet, indem sie die automatischen Geschütztürme so gesetzt haben, dass sie diese toten Winkel entschärfen. Die Spieler wollen, dass das Schiff aggressiv aussieht, aber sie wollen auch, dass es einzigartig ist. Sie wollen, dass es so aussieht, als gehöre es zur RSI-Familie. Und wenn Spieler dieses Schiff sehen, wissen sie, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Genau das ist es, was die Star Citizen Community sucht. Ursprünglich lautete der Produktionsauftrag für das Schiff, es für eine Kernbesatzung von 4 Köpfen zu entwickeln. Also den Piloten, den Kapitän und die beiden Turmschützen. Bei der Konzeptionierung des Schiffes kam es dem Team um John Crew jedoch etwas merkwürdig vor, dass eine so kleine Crew ein so relativ großes Schiff steuert. Die Besatzung der Perseus besteht also jetzt aus 6 Männern und Frauen. Ergo einen Piloten, einen Kapitän, 2 Leute für je einen Geschützturm, denn die Size 7 Zwillingstürme sind bemannt. Und dann haben wir noch diese beiden zusätzlichen Rollen, die flexibel sind, was die möglichen zu erledigenden Aufgaben betrifft. Deshalb wollte CIG alle Funktionen in mehreren Ebenen einbauen, aber auch die Navigation im Schiff erleichtern. Es sollte für die Spieler zu jedem Zeitpunkt klar ersichtlich sein, in welchem Teil des Schiffes sie sich befinden, und es sollte sich über 3 Decks verteilen. Das untere Deck ist für die Ladung und den Zugang zum unteren Turm, und dann geht man nach oben und kommt sozusagen auf das Hauptdeck. Das verbindet den vorderen mit dem hinteren Teil. Man kann den Torpedoraum des vorderen Turms erreichen oder man geht direkt zurück in die Wohnräume und den Raum des Kapitäns. Und es gibt auch einen zentralen Aufzug, um die Navigation grundsätzlich zu erleichtern.
Die oberste Etage besteht aus der Brücke, den Rettungskapseln und der technischen Abteilung. Mit dieser Aufteilung sollte alles für die Spieler also recht einfach zu finden sein. John glaubt, dass dieses Schiff wirklich etwas zum Flotten-Gameplay in Star Citizen beitragen wird. Aspekte davon haben wir bereits in der Invictus Launch Week gesehen. Dort haben wir die Großkampfschiffe im Spiel gesehen und wie alle wissen, ist die Hammerhead bereits im Spiel. Wenn die Perseus im Spiel ist, wird das eine Flotte abrunden. Eine Flotte, die eine große Bedrohung und Abschreckung für andere Spieler darstellen. Der Wunsch war, Traktorstrahlen in Star Citizen zu bringen. Es ist ein Sandbox-Spiel. Wir wollen etwas, das physikalische Objekte manipulieren kann. Man will schließlich nicht immer alles mit den Händen tragen. Das Beste bei solch einem neuen Gameplay ist es, klein zu starten. Die Wahl fiel auf das Multitool und solch ein Add-on wollten sie von Beginn an dafür entwickeln. Dieses Attachment ist im Wesentlichen für das Heben kleinerer Gegenstände wie Frachtkisten und dergleichen geeignet. Man kann sie hochheben, man kann sie näher heranziehen, man kann sie weiter wegschieben. Man kann sie drehen, wenn die Kisten genau im Schiff platziert werden sollen und so weiter. Man kann den Tractor-Beam in der Schwerkraft einsetzen. Offensichtlich wird das Zielobjekt umso schwerer, je höher die Gravitationsumgebung ist, in der man sich befindet, und umso mehr wird man mit dem Multitool kämpfen müssen. Im Moment ist CIG dabei, den Tractor-Beam-Aufsatz zu tunen. Er kann bis zu 250 Kilogramm heben aktuell, sodass es möglich sein sollte, die meisten Frachtkisten auf dem Schiff zu bewegen. Eines der Dinge, die CIG zurzeit noch abstimmt, ist im Wesentlichen die Beschleunigung und die Verzögerung eines an das Multitool per Traktorstrahl gebundenen Objekts. Wenn man also eine Getränkedose oder was auch immer nimmt, etwas, das wirklich sehr leicht ist, dann hat man diesen hier zu sehenden eher unbeweglichen Strahl, weil das Objekt hinsichtlich seines Gewichts wenig physikalischen Widerstand bietet. Wenn man aber eine wirklich schwere Kiste, die voll mit Metall oder ähnlichem ist, damit aufnimmt, dann wird man Bewegungsverzögerungen und Widerstände bemerken und es ist wahrscheinlicher, dass sich der Traktorstrahl biegt oder sogar abreißt. Was hier gezeigt wird im Inside Star Citizen ist natürlich immer noch in Arbeit und nicht der finale Stand dieses neuen Gameplay-Elements. Weiterhin gibt es noch eine zweite Funktion. Wenn wir also anfangen, auf große und massive Objekte wie Schiffe zu zielen, die wir mit dem Mini-Tractor-Beam nicht bewegen können, dann gleicht seine Funktion fast schon einem Enterhaken. Man kann sich in der Schwerelosigkeit zu diesen massiven Objekten hinziehen und sollte wesentlich schneller sein als mit dem EVA-Pack. Es ist das Spider-Man-Tool, erzählt Johnny Chasivius. Das Multi-Tractor-Beam-Attachment ist etwas, das jedes physikalische Objekt im Spiel manipulieren oder zumindest auf irgendeine Weise man mit ihm interagieren kann. CRG ist wirklich sehr gespannt, wie die Leute es einsetzen werden, denn es gibt so viele Möglichkeiten, wie man es nutzen kann. Ihr werdet es sicherlich schon bemerkt haben, aber für den Fall der Fälle, aufgepasst! Was sehen unsere freudig feuchten Augen im Hintergrund auf dem Planeten? Wolken! CRG hat schon einige verrückte Dinge intern beim Testen gesehen, von denen sie dann einige dieser Möglichkeiten wieder entfernt haben, weil sie das Spiel kaputt gemacht hätten. Aber es gibt auch einige lustige Dinge, von denen CRG beschlossen hat, dass es in Ordnung ist, sie im Spiel zu belassen. Sie sind also wirklich sehr gespannt darauf, die Videos von Citizens zu sehen, die das Multitool mit dem Traktorstrahlaufsatz benutzen. Und Johnny Chasivius kann es kaum erwarten, es in den Händen der Spieler zu sehen. Das war's mit dem Inside Star Citizen und weiter geht's jetzt mit dem Star Citizen Live und den Vehicles der Intergalactic Aerospace Expo 2950. Eine Folge, die sich um die Vehicles, also ich sage mal um die Raumschiffe und Fahrzeuge dreht, in diesem Fall aber tatsächlich ausschließlich um Raumschiffe, um flugfertige Raumschiffe. Und mit dabei sind natürlich John Crew, der Fahrzeug- oder der Raumschiff-Chef, und Ben Curtis, der Vehicle Art und Props Director. Jared erwähnt zu Beginn, dass es inzwischen 150 Raumschiffe in Star Citizen gibt, also flugfertige und in der Konzeptphase sich befindlichen, geplante, wobei wir uns, wie gesagt, heute auf die flugfertigen Raumschiffe fokussieren werden. Sprich, keine Fragen und Infos zur Perseus, dazu gibt es noch ein separates Q&A. Los geht's natürlich mit der Mercury Star Runner. Hier wird der hohe Treibstoffverbrauch kritisiert, ebenso übrigens auch von der Nomad.
Das ist so nicht beabsichtigt, erklärt John Crew und wird entsprechend mit 3.12 bereinigt werden. Generell wird der Treibstoffverbrauch über alle Schiffe noch angepasst werden, weil der Verbrauch sich bislang allein auf das System Crusader beschränkt. Sobald Pyro online ist, wird sich das ändern. Dort gibt es wesentlich weniger Möglichkeiten aufzutanken, die Strecken sind ganz andere, weshalb CRG hier auf jeden Fall alle Werte noch einmal anfassen und überarbeiten müssen wird. In der Mercury Starrunner gibt es leere Bereiche, die wirken, als würde dort etwas fehlen, wird aus der Community angemerkt. Tatsächlich ist das den Designumständen geschuldet. Nicht jeder leere Bereich muss zwingend Gameplay-Elemente enthalten, allerdings wird das manchmal auch schlicht benötigt, um die Abgrenzung zwischen Außen- und Innenkonstruktion sauber zu halten, damit die Damage Meshes, also die Polygonnetze zur Darstellung von Schäden, unabhängig von den Meshes der Innenbereiche bleiben. Die besagten leeren Bereiche in der Mercury Starrunner werden daher auch leer bleiben. Weiterhin ist die Starrunner bekanntermaßen eine tödliche Falle, wenn der Laderaum brennen sollte oder beschädigt ist. Es stellt sich also die Frage, ob das Absicht oder ein Versehen gewesen ist. Tatsächlich wurde dieser Fehler von den Designern versehentlich gemacht, ergo ein zusätzlicher Eingang vergessen. Es gibt aber aktuell keine Pläne, dies zu korrigieren, weil die Starrunner ja grundsätzlich erst einmal funktioniert. Die Starfarer verfügt aktuell über keine Komponentenfächer oder Einschübe. Allerdings gibt es Bereiche, die für die Aufnahme von Komponenten genutzt werden können, womöglich wesentlich mehr, als man tatsächlich benötigt. Allerdings wird die Farer noch einige kleine Überarbeitungen bekommen, sobald das System implementiert ist. Am Ende werden alle Schiffe, die alten Konzepte genauso wie die neuen, über dieselben Komponentenelemente verfügen, sodass das erzielte Gameplay für alle Schiffen gleichermaßen gilt. CRG hatte einmal geäußert, dass die 600i im Innenbereich überarbeitet werden wird. Das ist in Planung und John äußert sich, dass es einige unsinnige Laufwege gibt im Schiff und viel nutzlosen Raum, wo man zum Beispiel einen Dockingkragen unterbringen könnte. Das alles wird wie gesagt geplant und geht anschließend in die Konzeptphase. Allerdings gibt es auch hier aktuell noch keinen Termin für diese Arbeiten, nicht zuletzt, weil diese Arbeiten nicht so einfach sind, wie die Community es sagt. Denn sie behaupten, kein Problem CRG, kopiert einfach die 890 Jump-Innenbereiche und fügt sie in der 600i ein. Nein, so einfach ist das nicht, ganz im Gegenteil, es ist eine ganze Menge Arbeit. Die gepanzerten Cockpit-Schutzmechanismen und Antennen der Carrack sind zwar geplant, werden aber nicht integriert, solange es noch keine Gameplay-Elemente dafür gibt. Die Arbeitsergebnisse wären also aus spielerischer Hinsicht nutzlos, weshalb man die dafür notwendigen Kräfte eher den wichtigen Dingen zuordnet, wie der Fehlerbehebung, dass Spieleravatare durch Oberflächen klippen. Dazu später noch mehr. Die Tachyon-Waffen der Bennu Defender wurden entfernt und werden auch zukünftig nicht mehr als Standardbewaffnung zur Verfügung stehen. Hintergrund ist, dass sie auf dem Papier besser funktionierten als im Spiel und für viele Probleme sorgten, weil sie sehr mächtig sind. Das in Verbindung mit einem so wendigen Schiff wie der Bennu Defender hat für große Balancing-Probleme gesorgt, weshalb man zu der Entscheidung gekommen ist, sie aus der Defender zu entfernen. Es wird weiterhin Tachyon-Waffen geben, aber ihre Einsatzmöglichkeiten werden auf eher größere, behäbigere Schiffe beschränkt sein. Die Constellation kommt in Alpha 3.12 etwas überarbeitet ins Spiel, und zwar hinsichtlich Schilden und Flugperformance. Hinsichtlich der Lücken in den Schilden ist es so, dass es sich um einen sehr seltsamen Fehler handelt, der erst mit der Einführung der auf Signed Distance Fields basierten Schilde behoben sein wird. Weiterhin wird man die Familie der Constellation-Schiffe noch einmal überarbeiten hinsichtlich der Komponentenfächer, weil sie nicht die richtige Größe haben oder an einem ungünstigen Platz untergebracht sind zurzeit. Außerdem wird es kleinere Änderungen im Innenbereich durch die Integration des Schiff-zu-Schiff-Dockings geben. Das bedingt dadurch, dass einige Änderungen am Heck der Schiffe vorgenommen werden mussten. Nicht zuletzt ist man mit der deutlichen Präsenz der Streben der Constellation-Schiffe unzufrieden. Mit der Entwicklung der Taurus wird man sich dann auch diesem Thema noch einmal annehmen, wobei das nichts ist, ihr ahnt es, an dem aktuell gearbeitet wird. Auch hier greift wieder das Ressourcen-Prioritäten-Problem. Wenn ein Schiff grundsätzlich funktioniert, gibt es zurzeit keinen Grund, dort Arbeitskraft zu investieren. Die Raven und Saber wurden beide für 3.12 überarbeitet und kleinere Probleme behoben.
Die Razor-Rennschiffe haben aktuell mehr Schildkapazitäten als eine Super Hornet. Das ist natürlich so nicht gedacht. Die Super Hornet ist schwächer, als sie sein sollte, aber generell wird die gesamte Schiffsflotte von Star Citizen bei Zeiten noch ein neues Balancing erhalten mit der Einführung der Signed-Distance-Fields-basierten Schildtechnologie. Die Frage wird gestellt, warum aktuelle Schiffe immer besser werden im Vergleich zu den älteren Schiffen. Hierzu antwortet John, dass die alten Konzepte definitiv nicht unter den Tisch gekehrt werden sollen. Grundsätzlich ist es aber immer leichter, neue Schiffe besser zu erstellen, weil man von den Fehlern der Vorgängerschiffe gelernt hat und weshalb es passiert, dass neue Schiffe a. schneller entwickelt werden und b. zuerst besser erscheinen als das Bestandsportfolio. Im Laufe der Entwicklung wird es aber, wie bereits zuvor erwähnt, noch weitere Technologien und Gameplay-Elemente geben, was zu einer übergreifenden Balancing-Maßnahme führt, die den gesamten Star Citizen-Raumschiff-Katalog umfasst. Auch die Panzerung ist ein weiteres dieser Themen, befindet sich ebenfalls in Entwicklung und wird zurzeit noch gefaked, indem es lediglich als Schadensmodifikator funktioniert. In diesem Kontext der noch in Entwicklung befindlichen Gameplay-Elemente und Technologien wird erklärt, dass die Aufteilung der Komponenten in industrielle, zivile und militärische Komponenten aktuell wenig Sinn machen, aber ebenfalls, wie zuvor erwähnt, entwickelt und anschließend angepasst werden. Das betrifft auch die Restriktionen, welches Schiff welche Komponentenkategorien aufnehmen kann und wie diese Komponenten wirken. Wenn man diese und die zuvor erwähnten Gameplay-Elemente betrachtet, bekommt man eine leise Idee davon, wie kompliziert das Balancing werden wird und warum das Balancing erst ziemlich am Ende der Spielentwicklung finalisiert werden wird. Weiter geht's zu der Frage, warum eine Carrack über eine Medbay verfügt, ein Großkampfschiff wie die Kraken oder die Kraken, aber nicht. Hierzu die Erklärung, dass es zukünftig mehr Schiffe mit Medbays geben wird. Hinsichtlich der Kraken wurde das schlicht übersehen, erwähnt John Crew. Allerdings, weil es eine sehr begehrte Komponente ist in Schiffen, vor allem als mobiler Respawn Point, werden nicht alle großen Schiffe darüber verfügen. Die Carrack, 890 Jump und Kraken haben eine Medbay genauso wie die Idris und Javelin, aber eine Cutlass Black, im Gegensatz zur Red, wird keinen solchen Medbay-Respawn-Punkt erhalten, als Beispiel. Eine Medbay wird aber auch immer die letzte Möglichkeit sein, oder sie soll die letzte Möglichkeit sein, denn wie in früheren Sendungen erwähnt, wird das Heilungsgameplay noch entwickelt und später viele Möglichkeiten bieten, am Leben zu bleiben, ohne dass man gleich respawnen müsste. Die Tech für austauschbare Schiffsmodule wie für die Carrack, Caterpillar und Retaliator ist geplant für die erste Jahreshälfte 2021. Die benötigte Modularität ist in der Aufplanung und wird in die Entwicklung Anfang nächsten Jahres gehen, wobei das Testobjekt die Retaliator werden wird. Die globale Persistenz wird es auch ermöglichen, Einstellungen wie MFD-Screens und eingestellte Feuergruppen zu speichern, sodass man nicht bei jedem Start eines Schiffs diese neu vornehmen muss. Seit gut einem halben Jahr gibt es das Problem, dass Fahrzeuge und Kisten durch den Boden klippen, also zum Beispiel die Rock durch den Boden der Cutlass oder sie wackelt darin herum oder Kisten klippen durch den Boden und so weiter. Das basiert auf einem Timing-Desync zwischen Client und Server, was zu Teleporteffekten führt, die dann mit dem Physikgrid kollidieren, erklärt John. CRG versucht ständig, von Patch zu Patch dieses Problem zu beheben, allerdings bislang mehr oder minder erfolglos. Die Corsair wurde im Concept Sale mit Rampen an der Seite oder mit einer Rampe an der Seite vorgestellt. Das wird man so nicht umgesetzt bekommen aufgrund der dann notwendigen Länge der Rampen und der vorhandenen Metriken. John erzählt hier, dass es im Zweifelsfall eine 50 Meter lange Rampe erfordern würde, was einfach nicht schön aussieht und man sich deshalb das Konzept nochmal anschauen und entsprechend ändern wird. Das Customization-System der 300er-Serie wird auch auf andere Schiffe ausgerollt werden, aber es gibt dafür kein Datum für die Umsetzung. Stichwort Ressourcenprioritäten. Denn gerade dieses Customization-System ist sehr arbeits- und damit zeitintensiv für die Umsetzung. Ship-in-Ship-Spawning ist noch nicht verfügbar. Die Arbeiten am Docken der Merlin an die Conny hat viele Fehler aufgezeigt. Spawnte man zum Beispiel die Conny im Arena Commander, wachte der Spieler nicht im Cockpit der Conny, sondern der Merlin auf. Warum?
weil das die letzte Entität ist, die vom System gespawnt wird. Ein weiteres Problem hat sich darin gezeigt, dass die Merlin im angedockten Zustand ein integraler Bestandteil der Conny ist. Feuert man also die Kanonen der Conny, fängt auch die Merlin an zu schießen. Oder man kann die Komponenten der Merlin vom Conny-Cockpit aus aktivieren und deaktivieren. Ein weiteres Problem sind die ASOP-Terminals. Hier werden die Merlin und die Conny separat als zu spawnende Entitäten angezeigt. Die Merlin darf aber, wenn sie an die Conny angedockt ist, vom ASOP-Terminal nicht mehr angezeigt werden. Oder ein anderes Problem. Die Merlin ist gespawnt und zerstört. Wo wird sie nun respawned? Im Terminal oder an der Conny? Abhängig von welchen Parametern? Oder Spieler A fliegt die Conny, Spieler B dockt ab, fliegt mit der Merlin. Spieler A crasht oder lockt sich aus, lockt sich später wieder ein. Spieler B fliegt mit der Merlin weiter. Wo und wie respawnt Spieler A und was passiert mit der Merlin und Spieler B? Diese und viele, viele andere Probleme hat CRG im Laufe der Entwicklung des Schiff-zu-Schiff-Dockings am Beispiel der Conny und der Merlin entdeckt, wofür sie sich nun Lösungen überlegen müssen. Es gibt einen Canopy-Bug, bei dem die Cockpit-Kanzel bei inzwischen nahezu allen einsitzigen Raumschiffen nicht mehr schließt oder öffnet oder sich öffnet und einen nicht aussteigen lässt oder einen gleich ins All schleudert. Dieser Canopy-Bug ist laut John sehr seltsam, weil er eigentlich alle Schiffe betreffen müsste, was er aber nicht tut. Anstattdessen verbreitet er sich schleichend. Man hat aktuell einen Fix in den Evocati-Build eingespielt und hofft, diesen Fehler mit 3.12 bereinigt zu haben. Und die letzten Infos zu den Schiffsentwicklungen. Die Redeemer ist in der Whitebox-Phase. Ben spricht über ein solides Konzept und dass sie cool aussieht. Die Conny Taurus verschiebt sich weiter, weil sie aktuell keine Relevanz hat. Die Polaris hat sich grundlegend vergrößert, scherzt John. Nein, korrigiert er umgehend, da hat sich nichts geändert. Zurzeit wird das Interieur entwickelt und sie hat einen Dockingkragen bekommen. Die Javelin wurde seit der Fleet Week noch etwas angepasst. Die Hull C wartet immer noch auf die Docking-Mechanik, Container und weitere Technologien. Auf der Intergalactic Aerospace Expo sah man im Holoviewer das neue Konzept, wird uns hier erzählt. Ich persönlich war nicht vor Ort, habe sie nicht gesehen. Habt ihr das neue Konzept, die Holoviewer-Darstellung der Hull C gesehen? Würde mich mal interessieren, gibt es da Videos oder vielleicht einen Screenshot? Postet mir doch mal einen Link hier in die Videokommentare. Das würde mich interessieren, ob sich die Darstellung im Holoviewer von dem bisherigen Konzept unterscheidet. Und zum Schluss, die Banyu Merchantman ist gewachsen, kein Scherz, verfügt aber über unveränderte Frachtkapazität. Sie ist immer noch im Konzept und wird nicht entwickelt zurzeit. Ebenso übrigens wie die Starliner, die ein neues Konzept benötigt und wo sich sämtliche Metriken komplett ändern werden. John verspricht, Jared aber, der ja ein großer Starliner-Fan ist, genauso wie ich, dass er dafür sorgen wird, dass Jared sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein wird. Ja, und das war's mit einer, finde ich, für alle Raumschiff-Fans sehr spannenden Folge des Star Citizen Live. Am interessantesten fand ich die Probleme des Schiff-zu-Schiff-Dockings, die sich hier zeigen. Man fragt sich natürlich, was kann denn daran so lange dauern? Das muss doch einfach gehen, dass man hier ein Schiff an ein Schiff irgendwie andockt. Nein, es gibt eben viele, viele Probleme, wo man wahrscheinlich eine eigene Sendung mitfüllen könnte, wo John Crew uns einen kleinen Einblick gegeben hat, mit was sie sich gerade rumprügeln. Insofern verstehe ich auch, warum sich das immer wieder verschoben hat. Und nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf diese Mechanik. Ich finde es toll, dass John so grundehrlich, wie er ist, auch sagt, die 600i geht gar nicht, wurde ja auch viel kritisiert und dass er sich dem auch annimmt, dass hier vielleicht diese großen leeren Räume ja etwas verändert werden, mit Gameplay-Elementen befüllt werden, dass die Laufwege vielleicht verändert werden, dass sie einen Dockingkragen bekommt, sehr, sehr cool. Fand ich eine schöne Nachricht. Die Sache mit den Streben und der Conny finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen. Und auch nochmal der Hinweis auf das Heilungs-Gameplay. Das, denke ich, wird auch ein ganz essentielles Thema werden. Ich denke, das wird kommen, wenn die globale Persistenz online ist, wenn man dann eben auch diese Zustände speichern kann, wie es dem Spieler gerade geht. Dann gibt es eben verschiedene Heilungsmöglichkeiten und dann wird es eben auch interessant, wenn man sich irgendwo verletzt hat, dass man Hilfe rufen kann.
dass man vielleicht irgendwie geartet nicht sofort verblutet, weil man irgendwo 2 Meter vom Stein gefallen ist, sondern, was weiß ich, vielleicht langsamer gehen kann. Wie gesagt, vielleicht kann man dann Hilfe rufen, wird wieder dann geflickt und oder ins Krankenhaus gebracht. Viele Möglichkeiten, das ist ein Gameplay, auf das ich sehr gespannt bin, neben natürlich den anderen Gameplay-Elementen, die hier nicht erwähnt wurden, wie eben das zum Beispiel das Salvaging oder das Betanken von Raumschiffen, das Reparieren von Raumschiffen. Da gibt es ja noch so ein bisschen was. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Das war's. Ich bin schon mitten im Erzählen. Deshalb würde ich sagen, geht es jetzt mal rein in den nächsten Teil dieser Sendung. Ja, das Käffchen. Kennt ihr schon, so ein bisschen Podcast-like, sitze ich hier mit einem Becher Kaffee in der Hand und erzähle über dies und das und jenes. Frei von der Leber weg, ohne Skript. Ja, was habe ich heute für Themen? Diverse Themen. Womit fangen wir an? Fangen wir einfach mal an. Nächsten Dienstag um 20.30 Uhr gibt es wieder die Verse Night mit Mitch van Heiden und mir. Und der Danny ist wieder als Chatbot mit dabei. Und wir haben Knusper zu Besuch. Freue ich mich schon sehr drauf. Unseren Raumschiff-Papst der Community, ein Urgestein. Und bin einfach super neugierig, von ihm mal ein bisschen Hintergrund zu erfahren, wie er zu Star Citizen gekommen ist, was ihn daran fasziniert, was seine Philosophie bei der Videoerstellung ist und so weiter. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Und unser zweiter Gast, den wir haben, auch mega spannend, Chris. Ja, okay, nicht Chris Roberts. Das wäre natürlich super spannend. Aber Chris ist der Erfinder oder der Macher, wie soll man das beschreiben, der Kopf hinter dem EVA Voice Attack Sprachpaket. Und mit ihm sprechen wir auch über sein Projekt. Und wer das von euch noch nicht kennt, dem stellen wir das natürlich vor. Auf jeden Fall eine super tolle, super spannende Sendung am Dienstag. Schaltet ein, seid dabei. Bei mir auf meinem Streaming-Kanal und bei Mitch auf seinem Nerds & Geeks-Kanal. Die Links dazu, die packe ich hier dann in die Videobeschreibung. Ja, und Knusper und Star Citizen, da geht einem natürlich sofort das Wort Raumschiffe durch den Kopf und da bleibe ich mal spontan an dem Leak hängen, der zurzeit durch die Community geistert. Es soll die Origin 400i in den Concept Sale kommen oder vielleicht auch Flight Ready Sale, was, man weiß es nicht. Ich mache im Moment eigentlich so einen Bogen um diese ganze Leak-Community und guckt da auch nur noch selten rein. Letztes Jahr, 2019, war das ja ein super Hype, dem ich ja auch gefolgt bin. Habe aber festgestellt, dass es mir einfach viel Überraschungspotenzial genommen hat und auch den Spaß verdorben hat. Und deswegen gehe ich da gar nicht mehr so gerne rein in diese Leak-Geschichte. Hierüber bin ich jetzt gestolpert über das Thema aufgrund eines Videos von Montoya, der sich wiederum auf Quellen bezieht, die auf Reddit gepostet worden sind. Und ja, mit Knusper habe ich mich im Vorwege schon ausgetauscht und er sagte, genau wie ich. Also Leaks gucke ich mir eigentlich nicht so an. Aber macht ja nichts, wir können ja ein bisschen spekulieren und vielleicht werde ich doch mal gucken, was es so an Informationen gibt zur 400i im Vorwege auf Reddit oder so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, spannende Sendung und auf jeden Fall wird es noch einen Sale geben im Dezember. Da gehe ich dann mal ganz stark von aus, wenn das schon so durch die Community geistert. Bin sehr gespannt. Ja, bleiben wir bei den Schiffen. Ich habe was Lustiges gesehen. Was heißt das Lustiges? Es macht ja die Runde, beziehungsweise es wird sich beschwert, dass CIG Raumschiffe abkupfern würde. Das jüngste Beispiel ist die Prowler, die dem Dropship aus Final Fantasy sehr, sehr ähnlich sieht. Ich blende das hier mal ein. Da gibt es ein entsprechendes Bild eines Final Fantasy Fans. Ja, ist relativ eindeutig, ne? Also ist die Prowler. Und man kann durchaus sagen, ist abgekupfert. Auch die Nomad wurde kritisiert, ist abgekupfert. Und ich erinnere mich, dass auch die EVE Online-Fans sich lustig gemacht haben über die Vulture. Wo dann aber gekontert wurde,
Eigentlich hat EVE Online bei Privateer 2 abgekupfert. Jetzt frage ich mich, wenn man sich die Landschaft der Science-Fiction-Filme und Spiele anguckt, kann man da überhaupt noch was abkupfern? Es ist einfach, ich glaube, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, bei dieser Menge an ja, sehr fantasievollen Raumschiff-Designs da überhaupt noch was Einzigartiges zu erschaffen, wo man nicht sofort sagt, oh, das habe ich schon mal gesehen, irgendwo in den letzten, keine Ahnung, 70 Jahren, seitdem es irgendwie die ersten Science-Fiction-Filme gegeben hat. Und seien wir mal ehrlich, bei CIG arbeiten überwiegend totale Sci-Fi-Fans und die machen ja auch gar keinen Hehl daraus, dass sie abkupfern, in Anführungsstrichen, dass sie also Raumschiffe nachempfinden und Designs nachempfinden, angelehnt an große, für sie große Vorbilder. Nehmen wir jetzt das jüngste Beispiel, die Starrunner. Die ist ja ganz eindeutig dem Millennium Falcon aus Star Wars nachempfunden und das wollten sie ja auch. Das war ja auch das Ziel. Und ich glaube, habe ich das schon mal öffentlich geäußert, aber meine Tippy-Follower wissen das auf jeden Fall, mit denen habe ich das schon mal besprochen, dass ich das Design dieses Starrunners eigentlich nicht so schön finde wie das Konzept, weil im Konzept war sie einfach so ein bisschen kerniger, so ein bisschen gestreckter, hat mir einfach besser gefallen und sie haben sie jetzt so ein bisschen zusammengedampft, dass sie insgesamt runder, abgerundeter wirkt und damit eher in Richtung dieses Millennium Falcon dann kommt. Obwohl sie natürlich bei lange nicht so aussieht, aber es ist eben das Ziel. Und wenn man zum Beispiel diesen etwas sinnfreien Tunnel sieht zwischen dem Cockpit und dem Hauptteil des Schiffes, wo ich mich frage, was soll das, dieser runde Tunnel, das ist auch einfach eine Reminiszenz an Star Wars, an dieses innere Raumschiff-Design. Und das ist ja egal, wo man hinguckt, dieses Schachbrett und so weiter. Und das haben sie auch schon erzählt im Vorwege, weiß ich nicht, ob das Inside Star Citizen oder Star Citizen live gewesen ist, dass sie eben so etwas bauen wollten und dass man eben überall Beispiele dieses Vorbildes findet in der Mercury Starrunner. Und damit hat die Community kein Problem. Aber kommen dann um die Ecke und sagen, oh, die Prowler ist ja abgekupfert. Nee, Leute. Das ist vielleicht, die Prowler ist einfach nicht so ein berühmtes, bekanntes Schiff, wie jetzt eben der Millennium, wie die Starrunner, die ja sehr, sehr gehypt worden ist. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es genau den gleichen Hintergrund hat, dass es bei CRG Leute gibt, die sagen, ey, das Final Fantasy Schiff, das finde ich total geil, lass uns das mal bauen. Und ich weiß nicht mal, ob es darauf, auf diese Designs, irgendwelche Urheberschutzrechte gibt oder sowas. Dass jetzt also die Eigentümer von dieser Final Fantasy Lizenz jetzt hingehen und CRG verklagen können. Das weiß ich nicht. Oder ob man dann sagt, ja, es hat kreative Freiheit. Keine Ahnung. Und als zweites Beispiel, einfach um das nochmal zu unterstreichen, die Reclaimer. Klar, die außen erinnert die Reclaimer jetzt an kein anderes Schiff, jetzt jedenfalls nicht spontan, dass ich mich erinnern würde, aber das gesamte Innendesign, haben sie auch erzählt, ist angelehnt an die Alien-Filme, insbesondere an den ursprünglichen Alien von Ridley Scott Ende der 70er Jahre. Deswegen ist das so düster und feucht in dem Schiff und es ist einfach toll gemacht und es ist, ja, kann man auch sagen, oh, ist abgekupfert. Nein, ja, also ja, es ist abgekupfert, aber nicht im Sinne, dass sie uns hinters Licht führen wollten, sondern als Reminiszenz an den Alien-Film und wir werden noch viel, viel mehr Parallelen finden und solange das nicht dazu führt, dass sie jetzt irgendwie verklagt werden, wie gesagt, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann, weil es steckt ja auch eigene Kreativität da drin. Sie bringen ja ihre eigenen Akzente in diese Schiffe und sie machen sie komplett begehbar. Das sind ja wirklich komplett konstruierte Schiffe, die man quasi so in Auftrag geben könnte, um sie nachzubauen, so ungefähr. Insofern habe ich da kein Problem mit und wir sollten uns doch eigentlich eher freuen, die Final Fantasy Fans von uns, dass sie eben ihr Dropship aus Final Fantasy jetzt tatsächlich betreten und damit fliegen können. Oder die Millennium Falcon Fans, dass sie jetzt mit der Starrunner Millennium Falcon Star Wars spielen können. Oder dass die Leute durch die Reclaimer
rennen und sich gruseln, weil sie sich vorstellen, um die Ecke könnte eben ein Alien lauern und so weiter. Also ich finde, es ist eigentlich eher ein Mehrwert, als dass es Anlass zur Kritik wäre. Und grundsätzlich freue ich mich einfach, dass so viele Sci-Fi-Nerds dort arbeiten und uns unser Traumspiel bauen. Also aus meiner Sicht kein Anlass zur Kritik. Man kann es sicherlich herausstellen, sollte man auch darüber diskutieren, aber ich sehe jetzt keinen Grund darin, den Finger zu heben und zu sagen, oh, habt ihr aber abgekupfert. Ja, wie gesagt, ich glaube, das habe ich jetzt entsprechend verargumentiert. Goodie. Ja, bevor ich jetzt zu meinem Hauptthema komme, nämlich den Zahlen, noch zwei kurze Sachen. Und zwar gibt es einen Eintrag im Spektrum im Evocati-Forum, das sogenannte Strike Groups installiert werden, dass sie gebildet werden. So, das Strike-Gruppen, Strike-Forces, also wie soll man denn das übersetzen? Also so schlagkräftige, kurzfristige Einsatzgruppen gebildet werden, wo jetzt ja auch schon wieder die Gerüchteküche am Brodeln ist, ob denn diese Strike-Groups, die da gebildet werden, jetzt Squadron 42 testen. Ah, nee, ehrlich, da glaube ich nicht dran. Bei der Leak-Freudigkeit wird CIG einen Teufel tun und irgendwas aus Squadron 42 testen lassen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie wirklich sehr abgegrenzte Bereiche, die sich nicht eindeutig als Squadron 42 identifizieren lassen, dass sie dort Gruppen gewisse Gameplay-Elemente testen lassen, um zum Beispiel zu überprüfen, wie die KI funktioniert. Aber worum geht's? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, denn es betrifft genau meinen Kritikpunkt an dieser Evocati-Gruppe und ihrer Entwicklung. Sie wollen, oder andersrum, die Evocatis, die wurden ja mal gegründet als sozusagen Vortester, die gar nicht so sehr spielen möchten, sondern einfach ihre Zeit und ihre Energie CRG zur Verfügung stellen, um nach Fehlern zu suchen und diese zu berichten, damit CRG in die Lage versetzt wird, ein möglichst stabiles PTU, also einen Testbild, zu bauen und dann entsprechend in den Wellen zu veröffentlichen, wie wir das kennen. Und diese Evocati, das waren ganz, ganz früher mal ein paar hundert Mann, ein wirklich sehr ausgewähltes Team, die mit Leidenschaft wirklich dabei waren und getestet haben. So, die sind aber irgendwann müde geworden. Hatten keine Zeit mehr. Das Leben geht ja auch weiter, haben vielleicht Familie gekriegt, was weiß ich, haben einen Job gewechselt, hatten einfach keine Zeit mehr. Das heißt, die Testfreudigkeit hat abgenommen, die Anzahl der Berichte, vielleicht auch die Qualität hat abgenommen. CRG hat sich also gezwungen gesehen zu handeln. Ich habe immer gesagt, es wäre sehr sinnvoll, sich anzugucken, wie aktiv die einzelnen Evocati sind und dann einfach durchzutauschen. Das heißt, die keinen Bock mehr haben, die keine Zeit mehr haben, die verhindert sind, wirklich rauszunehmen. Es ist ja auch kein Grundrecht, dass sie Evocati sind. Sie also rauszunehmen und durch diejenigen auszutauschen, die einfach sehr aktiv in dem Issue Council sind, die also sehr aktiv Tickets aufmachen und dass man so diese Anzahl von, was weiß ich, 500, 600 Leuten beibehält, aber immer eine Durchmischung dabei hat und so natürlich auch ein Eigeninteresse schafft, eben aktiv dabei zu bleiben, um eben Evocati zu bleiben oder dann eben ausgetauscht zu werden, was ja nicht böse gemeint ist, sondern es ist ja letzten Endes ein eigener Zweck. So, auf diese Idee ist aber CRG gar nicht gekommen. Was haben sie gemacht? Sie haben diese Evocati-Gruppe aufgepumpt, bis sie auf jetzt inzwischen 2.500 Leute aufgebläht sind, was zu zweierlei geführt hat. A, die Qualität ist gesunken und B, es gibt Leaks ohne Ende, weil die Leute, die dabei sind, sind mit Sicherheit, ich will nicht sagen zum großen Teil, aber zu einem sehr gewachsenen Teil Leute, die gar kein Interesse daran haben zu testen, sondern die einfach nur sich selbst produzieren wollen, indem sie halt eben Leaks rausbringen. Wobei das Thema Leaks ist ja noch ein anderes Thema, kann ich gleich auch noch was. Nein, ich sage es jetzt. Das Thema Leaks, NDA, Ich habe mich immer nach dem Hintergrund gefragt, was soll dieser NDA eigentlich bringen? Klar, sie haben Angst davor, dass man Inhalte nach draußen bringt, die CIG
schaden könnten. Insofern, als dass man sagt, oh, guck mal, alles Kacke, funktioniert ja gar nicht. Die haben nur Mist gemacht. Aber das passiert ja gar nicht. Sondern das, was sie bauen, das ist ja etwas, was unter den Fans eigentlich hoch gehandelt wird. Deswegen existieren ja, das ist ja die Existenzgrundlage von diesen Leak-Kanälen, dass sie die Bilder und die Videos posten und sagen, ey, guck mal, wie geil das ist. Und dann frage ich mich, das macht doch gar keinen Sinn. Mein Gott, dann lasst doch die Leute offiziell das posten. Schaltet doch diesen NDA ab. Wenn das den Hype nur noch vergrößert, und natürlich gibt es Fehler, dafür ist es ja eben auch ein Pre-Alpha-Bild und dafür wird eben auch getestet. Alle sind sich, ein Großteil ist sich bewusst, dass es eben Fehler gibt, aber die meisten sind ja wirklich gehypt und sagen mit den Leaks aus, guckt mal, wie toll das ist. Und deswegen finde ich diesen NDA total überholt und einfach, ja, kann abgeschafft werden, ist nicht mehr relevant. So, und jetzt kommen sie auf die Idee mit diesen Strike Groups, was ich schon seit Jahren sage. Wir nehmen die aktivsten Evocati und die werden nochmal eine Vorhut. Das sind besondere Leute, die sich eben auszeichnen dadurch, dass sie besonders aktiv sind. Und die sind dann wirklich temporär, die kriegen auch nochmal ein extra NDA. Ich denke mal, da wird dann auch ein bisschen mehr drauf geguckt. Und da macht es dann plötzlich wieder Sinn, da findet diese Durchmischung statt. Die kommen auf temporäre Discord-Server, die bekommen abgeschlossene Testbereiche, wo sie dann draufgelassen werden. Und die testen dann eben ganz bestimmte Zusammenhänge. Und wenn die fertig sind, dann werden sie wieder aufgelöst. Und dann gibt es ein nächstes Thema, dann gibt es wieder einen temporären Discord-Server, es gibt wieder eine temporäre Strike-Gruppe. Und so entsteht eine gesunde Dynamik und so entsteht ein gesundes Eigeninteresse, da dabei zu sein. Und nicht nur, um da reinzugehen und zu leaken. Und ich kann mir vorstellen, bei diesen kleinen Strike-Gruppen, sobald dort irgendein Leak kommt, dann wird diese Gruppe sofort aufgelöst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesen Gruppen der NDA, der denke ich mal hier speziell dann auch nochmal neu aufgesetzt wird mit spezifizierten Inhalten oder spezifischen Inhalten, dass der ein bisschen härter gehandelt wird oder beziehungsweise dass der einfach auch aktiver zur Anwendung gebracht wird. Finde ich sehr, sehr spannend. Diese Entwicklung. Und im Prinzip sollte man, ja gut, diese Evocati-Gruppe sollte man vielleicht umbenennen in PTU-Gruppe 0 oder sowas. Aber sie hat sich selbst überlebt, finde ich. Ja, das zu dem Thema. Dann gibt es, das ist jetzt schon eine ältere News, aber ich möchte das der Vollständigkeit halber hier auch nochmal ansprechen. Ein neues Studio in Montreal. Und zwar kein CRG-Studio, sondern CRG hat sich ja mit 25% beteiligt an Turbulent, die bisher sich mit den Web-Oberflächen beschäftigt haben. Die haben ein neues Studio gegründet in Montreal, in Kanada. Und dieses Studio, das ist ganz, ganz spannend, die haben die dedizierte Aufgabe, Sonnensysteme für Star Citizen zu bauen. Und es gibt ja auch einen Zeitplan. Und jetzt kommt wieder mein alter Running Gag, dass ich sagte, na, das Star Citizen dürfte 2025 werden. Inzwischen verdichtet sich das ganz bestimmt. Oder beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass es auf dieses Jahr hinauslaufen könnte. Oder auf diesen Zeitkorridor, Horizont. Weil sie sagen, dieses neue Studio in Montreal soll innerhalb der nächsten 3 Jahre auf 100 Entwickler erweitert werden. Das heißt, die fangen jetzt an, natürlich das Studio aufzubauen. Die werden da aber nicht rumsitzen und Däumchen drehen. Die werden jetzt schon anfangen, die Sonnensysteme zu bauen. Ich sag mal, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre wird CIG die Entwicklung der Werkzeuge zur Erstellung von prozeduralen Planeten, Monden, was weiß ich, Atmosphären, Jahreszeitenübergängen, Sonnensystem, klar, abschließen, sodass es dann, wenn dieses Studio aufgebaut worden ist in 3 Jahren und mit 100 Entwicklern besteht, sie dann anfangen können, Content zu produzieren. Jetzt sind wir wieder bei diesem Video Alpha, Beta, was ich mal vor
ist es jetzt schon ein Jahr her, irgendwann mal rausgebracht habe, wo es darum ging, abzugrenzen, was ist Alpha, was ist Beta. Alpha ist Feature Complete und Beta ist Content Complete. Wenn wir das also mal diese 3 Jahre, die ja genannt werden, so als Zeithorizont nehmen, dann sind wir 2023, dann packen wir nochmal ein Jahr für Verzögerungen drauf oder vielleicht ja 1-2 Jahre, dann kann es sein oder kann ich mir relativ gut vorstellen, dass wir 2025 in eine Beta gehen werden und dann CIG und Turbulent in Montreal anfangen werden, Content zu produzieren, wie die Geisteskranken. Und dann dauert das eben nochmal, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre, bis es dann live geht. Nagelt mich nicht fest. Aber das sind jetzt, wie gesagt, so Gedanken, die ich einfach beim Käffchen hier äußere. Apropos, ich muss mal einen Schluck nehmen, werd schon ein bisschen rau im Hals. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, oh, Turbulent, die haben immer nur Mist gemacht. Das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, in einem Käffchen, dass meine Meinung über Turbulent auch nie so richtig gut gewesen ist, bis mir ein lieber netter Mid-Citizen mal gesagt hat, naja, das sind aber die einzigen, die immer in Time und vermutlich auch Budget geliefert haben. Und wir wissen ja auch nicht, was sie als Lastenheft, also als Zielanforderungsaufgabenbeschreibung dann erhalten haben. Und insofern, damit kann ich erstmal gut gehen und ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung dieses Studios. Was mich sehr positiv überrascht hat an der Stelle ist, dass die Chefetage dieses neuen Studios tatsächlich von, also es wird natürlich geleitet auch von dem Benoit Beausséjour, den wir schon kennen, aber tatsächlich sind da die also große Köpfe von Ubisoft mit installiert. Ich kann sie jetzt nicht so richtig aussprechen. Ich habe es mir hier notiert. Guillaume Vogel, würde ich mal sagen, als Producer. Pierre-Luc Boulet als Art Director. Und Louis Rousseau als Lead Game Designer. Wie gesagt, die kommen alle direkt von Ubisoft Montreal. Das sind alle Köpfe, die wissen, wie das Spiel gespielt wird. Und deswegen, das ist keine Schnapsidee, sondern für mich ist es ein Zeichen, dass es auf die Zielgerade geht. Und das ist für mich eigentlich eine, die Hype-Nachricht überhaupt. Ich finde das sehr, sehr geil, diese Nachrichten. Die ist leider so ein bisschen untergegangen, habe ich den Eindruck, dieser ganze Zusammenhang. Und ja, ich finde es toll. Also wenn ihr mich sehen würdet, ich sitze nickend vor dem Mikrofon und denke, ja, geil. Es nimmt Gestalt an. Wir kriegen unser Universum, wartet ab und wir kriegen vielleicht auch mehr als 5 Sonnensysteme. Wir haben ja mal so ein bisschen gelästert, dass wir so viel Content heute alleine in dem heutigen Sonnensystem schon haben, was mehr ist als ursprünglich vorgesehen war. Also ursprünglich war ja vorgesehen so eine Art Privateer. Man fliegt auf eine 2D-Planetenscheibe zu, vielleicht auch 3D, um drumherum zu fliegen. Aber wenn man darauf landen wollte, gab es halt eine Lande-Videosequenz und dann hatte man vielleicht einen kleinen eingeschränkten Bereich, wo man rumlaufen konnte. Und heute kann man alles frei befliegen, frei begehen. Es ist riesig groß und deswegen habe ich die 100 Sonnensysteme immer in Frage gestellt zum Release. Wir haben dann mal gesagt, irgendwo zwischen 5 und 20 werden es vielleicht werden. Ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt sich mit 100 Mann, ist echt viel, hier so aufstellen, dass sie weiterhin ihr Ziel der 100 Sonnensysteme im Auge haben werden. Wobei klar auch Redundanzen irgendwann auftreten werden, dass Planeten sich ähneln und die dann erst nach und nach eben individualisiert werden. Aber ich finde das schon ziemlich klasse. Ja, jetzt haben wir es aber. Und jetzt gucken wir uns mal die Zahlen an. Was für ein Jahr. Es ist für mich nicht zu begreifen, was hier gerade los ist. Es gibt hier dieses Crowdfunding-Excel-Sheet, wo man auch sehr schön die Entwicklung sehen kann. Und mir ist schon Anfang des Jahres die Kinnlade auf den Fußboden gefallen, weil ich dachte, was ist los? Weil sitzen die Leute wegen Corona zu Hause und geben jetzt Geld aus, nur noch für Star Citizen? Das ist. Und diese Frage, was ist los,
die stellt sich mir weiterhin, weil ich es einfach nicht begreife. Es geht über mein Fassungsvermögen hinaus. Und diese Entwicklung spiegelt sich in allen Graphen, die wir hier sehen, wieder. Nehmen wir zum Beispiel mal diese Star Citizen Revenue Year-over-Year Grafik. Das ist eine Grafik, die Folgendes besagt: Wie viel Umsatz ist nicht innerhalb eines Jahres, also von Januar bis Dezember geflossen, sondern immer von einem Monat des Vorjahres zum selben Monat des aktuellen Jahres, also von Mai 2018 bis Mai 2019 oder von August 2019 bis August 2020 und so weiter. Und da sehen wir, dass im Laufe der Jahre nach dieser Ramp-up-Phase in den Jahren 2012, 2013, 2014 eigentlich immer eine gleichbleibende Umsatzwelle, Kurve vorhanden war. Immer so zwischen 30 und 35 Millionen Euro im Verlauf von 12 Monaten mit einem kleinen Knick, meistens so in den Sommermonaten, dann ging es wieder rauf. Ja, und dann ganz plötzlich in 2019, dann ging die Kurve schon rauf und stabilisierte sich bei 40 Millionen, 45 Millionen und seit 2020 geht das Ding plötzlich, es explodiert. Man kann ja nicht mal mehr von einer exponentiellen Wachstumskurve sprechen, sondern das ist ja, das ist nicht zu begreifen, es explodiert einfach. Wir sind jetzt am Ende von November letzten Jahres bis November diesen Jahres. Klar, ich meine, da sind wir jetzt November bis November, zwei IAEs mit drin, aber das sind 83 Millionen Euro. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind heute in der Year-to-Date-Umsatzgenerierung oder Einnahmen durch Schiffsverkäufe bei einem Umsatzwert von 72,4 Millionen Dollar. Verzeiht mir, wenn ich Euro sage zwischendurch. Ich bin so Euro geprägt. Dollar. Das ist der Hammer. Wir sind die letzten Jahre, sind wir immer so um und bei 35 bis 40 Millionen Euro gewesen. Dann haben wir letztes Jahr zum ersten Mal die Schallmauer durchbrochen und da habe ich schon gesagt, ui, das ist so viel. Das wird aber nicht mehr weiter raufgehen. Ja, und jetzt, jetzt haben wir das hier. Sie verdoppeln fast ihren Umsatz. Wir sind jetzt schon, oder andersrum gesagt, bevor die IAE losging, habe ich gesagt, oh Mensch, das sind so tolle Zahlen. Also das könnte darauf hinauslaufen, dass wir die 70 Millionen bis zum Jahresende erreichen. Ja, die 70 Millionen, die haben wir jetzt schon. Wir könnten die 80 Millionen erreichen. Schauen wir uns mal die Zahlen im Vergleich an. Wir haben in 2019 so ein relativ typisches Jahr gehabt. Im Januar starten mit 3 Millionen, Februar 3 Millionen, März 3 Millionen, April, Mai 3 Millionen. Dann das übliche Sommerloch, Juni, Juli 2 Millionen, August 2 Millionen, September 2 Millionen. Dann im Oktober CitizenCon 4 Millionen. Und dann Intergalactic Aerospace Expo fast 10 Millionen Euro. Und da habe ich schon, Dollar. Und da habe ich schon gedacht, boah, alter Schwede, da wird ja im Dezember nichts mehr kommen, die Leute haben kein Geld mehr über, weil das ist weit über dem, was in den Vorjahren gespendet wurde. Und dann hat der Dezember den November nochmal übertroffen mit 11,4 Millionen Dollar. Verrückt. Und da habe ich, wie gesagt, gedacht, boah, mehr geht nicht mehr. Jetzt haben wir ja in diesem Jahr, dieses Jahr ist schon außerordentlich gut gelaufen. Im Januar wurde der Umsatzwert des Vorjahres verdoppelt fast. Wir sind bei 5 Millionen Dollar angekommen. Im Februar 4,5 gegenüber 2,6. Im März 4,5. Im April 4. Im Mai kam dann die Invictus Flight Week mit 15,5 Millionen Dollar. Da konnte sich CRG erstmal ganz, konnten sie sowieso schon vorher sich ganz entspannt zurücklehnen. Und da habe ich dann gedacht, ui, wenn die Citizens jetzt schon all ihr Geld ausgegeben haben, was ist denn dann zur Intergalactic Aerospace Expo im November? Da kommt da ja kein Geld mehr. Noch nie habe ich so falsch gelegen. Dann ging das im Juni weiter. Juni, ihr erinnert euch, ich habe gerade gesagt, Juni, Juli, das sind so die Sommermonate, da kommen dann keine 2 Millionen Euro. Im Juni letztes Jahr 1,7, dieses Jahr 8 Millionen Dollar. 8. Gut, das wird auch irgendwo ein Corona-Effekt sein, gehe ich mal von aus. Aber es ist trotzdem verrückt. Im August statt 2,5, 5 Millionen. Im September
Ein relativ normaler Monat, einmal durchschnaufen, 3 Millionen Dollar im Oktober. Der Oktober überraschenderweise ganz, ganz schwach, wesentlich schwächer als in den, oder ich sag mal, im Vergleich zum, zumindest mit den Jahren zuvor, ja, kann man durchaus sagen, ne? relativ schwach. Mit 1,5 Millionen. Muss mal kurz gucken, ja doch. Es gibt eigentlich keinen Oktober, der so schwach gelaufen ist. Der schwächste, witzigerweise, der schwächste Monat überhaupt. Aber es gab eben auch keine CitizenCon. In dem Sinne, es gab dieses virtuelle Event, das hat aber eben nicht dieses Live-Event aufwiegen können. Und dann kam jetzt der November mit 16,9, also fast 17 Millionen Dollar. 17 Millionen Dollar, das ist mehr als, keine Ahnung, im ganzen Jahr 2012 irgendwie gespendet wurde. Es ist einfach verrückt. Und jetzt bin ich nochmal gespannt auf den Dezember. Wenn sie jetzt wirklich die 400i in der Hinterhand haben, Mittelding zwischen der 600er und der 300er, dann kann ich mir vorstellen, dass wir schon wieder die 10 Millionen Dollar knacken und dann, wie gesagt, haben wir die 80 Millionen Dollar durchbrochen dieses Jahr. Und dann, also herzlichen Glückwunsch, Chapeau. Es ist ja viel Kritik, wie immer, wie jedes Jahr geäußert worden, wie schlecht alles läuft und wie doof und so weiter. Aber ganz schlecht und ganz falsch kann es ja nicht sein, wenn man sich diese Zahlen anguckt. Da scheinen ja irgendwelche Leute verdammt viel richtig zu machen. Und es scheint auch der überwiegende Teil der Citizens, also klar, die unzufrieden sind, die schreien meistens am lautesten. Das kennen wir ja nicht nur von den Spielen, sondern auch aus dem wirklichen Leben. Das ist eine kleine Gruppe, die sehr laut schreit und die dadurch auch wahrgenommen wird, leider. Aber der stille, überwiegende Teil der Citizens scheint ja äußerst zufrieden zu sein, was diese Zahlen widerspiegelt. Und Respekt, CIG. Da werden sich, wie soll ich sagen, einige von den Games-as-a-Service-Publishern verwundert die Augen reiben und Fingernägel knabbern, weil sie das mit ihren Mikrotransaktionen nicht so toll hinkriegen, so eine Wachstumskurve. Die Frage ist, geht es jetzt so weiter? Wird es weniger? Stabilisiert sich das? Ich bin äußerst gespannt auf das nächste Jahr, was da passiert. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Umsatzwachstum, sagen wir mal, sich einpendeln wird. Vielleicht wird es nächstes Jahr nicht ganz so groß werden. Vielleicht werden es dann nur, was weiß ich, 75 Millionen oder so. Aber ich denke, dass es sich so einpendeln wird. Wir haben ja auch eine massive Preiserhöhung bei vielen Schiffen gehabt, so in den letzten ein, zwei Jahren. Das wird sicherlich da auch mit reinspielen. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel die Carrack, die damals für 300 Dollar zu kaufen war, die jetzt weit über 600 kostet. Das spielt da sicherlich auch mit rein. Plus viele Citizens, die neu hinzugekommen sind, die eben diese alten Zeiten nicht mehr mitbekommen haben, die aber trotzdem zugreifen und das Geld ausgeben, das kommt ja sicherlich auch mit rein. Aber nichtsdestotrotz, Marketing ist sehr gut aufgestellt, machen sehr gute Arbeit und letzten Endes auch die Überzeugung der Arbeitsergebnisse, die CIG liefert. Das, was sie uns zeigen, das, was sie uns liefern, das hat Hand und Fuß. Wir sehen die Entwicklung, dass es vorwärts geht und wir haben, glaube ich, alle inzwischen erkannt, dass es keine Vision mehr ist, sondern dass es Realität wird und dass sie dabei sind, dieses Rätsel, dieses noch vor einigen Jahren unmöglich erscheinende Spielerlebnis zu realisieren, um in die Tat umzusetzen. Ja, das spiegelt sich auch wieder übrigens hier in der durchschnittlichen Spende-Pledge pro Kopf, pro Citizen. Da sieht man hier, im Jahr 2014 haben wir einen Peak, der irgendwo bei 104 und ein Keks liegt. Und dann hat es stetig abgenommen bis zu dieser Durststrecke zu 3.0. Und seitdem 3.0 online ist, geht es stetig bergauf und erlebt hat 2020 diesen Peak vom Jahr 2014 durchbrochen und steigt weiter an. Das heißt, nicht nur die Spendenbereitschaft in Summe hat zugenommen, sondern auch das, was durchschnittlich pro
Kopf über den Tresen geschoben wird. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Ja, und dann habe ich mich nochmal gefragt, wo sind eigentlich die Zuwächse zu finden bei den einzelnen Herstellern gegenüber dem Vorjahr? Das ist allerdings nur teilweise zu sehen, weil gerade bei den nicht so großen Herstellern, da mischt CRG immer gerne mal durcheinander. Das betrifft insbesondere Misk und Crusader und Tumbril, Consolidated Outland. Die werden immer bunt durcheinander gemischt, weshalb man hier schwer vergleichen kann. Aber es ist einfach mal festzustellen, dass Crusader natürlich mit der Starrunner dieses Jahr für ganz schön Umsatz gesorgt hat. Natürlich auch die Nomad. Die ist sehr, sehr gut verkauft worden. Und natürlich auch die Perseus. Die hat für eine Explosion beim Umsatz gesorgt. Ja, fangen wir gleich damit einmal an. RSI hat im letzten Jahr noch umgesetzt, am RSI-Tag 1,1 Millionen und dieses Jahr 2,5 Millionen Dollar. Boom. Das ist ein echt krasses Wachstum. Origin hat ein bisschen geschwächelt dieses Jahr, tatsächlich, interessanterweise. Die haben letztes Jahr 1,4 Millionen umgesetzt, dieses Jahr nur knapp 1 Million, ist aber, wie gesagt, durch diesen Wahnsinnszuwachs mehr als ausgeglichen worden. Die Alien-Raumschiffe, auch die sind stark angewachsen. Und zwar von 800.000 auf 1,8 Millionen. Drake Interplanetary hat ein bisschen geschwächelt, ist aber auch verständlich, da es letztes Jahr die Kraken, doch letztes Jahr war, glaube ich, der Sale, ne, von der Kraken, wenn ich mich richtig erinnere. Oder wie sie bei Fluch der Karibik sagen, Release the Kraken. Ich bin mir da nicht so richtig sicher, wie man das ausspricht. Einige sagen Kraken, die andere sagen Kraken. Naja, das Drake-Schiff halt. Mein Gott. Also letztes Jahr knapp 1,85 Millionen, dieses Jahr 1,1 Millionen mit Drake. Wie gesagt, Misk und so weiter kann man schlecht auseinanderhalten. Auf jeden Fall ist festzuhalten, Misk hatte einen separaten Tag für sich und da haben sie 1,6 Millionen umgesetzt. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Wert für Misk. Anvil Aerospace ebenfalls top. Von knapp 1 Million im letzten Jahr, dieses Jahr auf 1,9 Millionen hochgepusht. Aegis ist so um und bei geblieben, was ich erstaunlich fand. Also letztes Jahr 1,1 Millionen, dieses Jahr knapp 1,3 Millionen umgesetzt. Was ich erstaunlich fand, ist, dass tatsächlich die Warbond-Versionen der großen Schiffe, also Idris und Javelin, bis zuletzt noch verfügbar waren. Die sind selbst im letzten Jahr nagelt mich nicht fest, bis zum Ende des Aegis-Tages waren die ausverkauft. Und dieses Jahr waren sie noch verfügbar. Das war, glaube ich, das erste Mal. Ja, so. Genau. Also insgesamt überall doch ein starker Zuwachs zu verzeichnen und jetzt bin ich noch gespannt auf den Dezember. Für einen Jahresrückblick ist es noch zu früh, nichtsdestotrotz. Ich denke, in der Worst Night, wenn wir mal über das Jahr sprechen, uns mal die Highlights und Lowlights angucken. Und dann im Dezember freue ich mich wahnsinnig auf 3.12 und dann bringe ich vielleicht auch nochmal ein Video raus mit dem Jahresrückblick. Mal gucken. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit mit meinem Star Citizen Käffchen. Ich bin gar nicht zum Trinken gekommen, es ist ja schon wieder kalt. Vor lauter Erzählen. Aber ich habe den Becher in der Hand und das hilft beim freien Erzählen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bedanke mich bei meinen Tippi-Indianern für eure Unterstützung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn auch ihr dazu kommen wollt, freue ich mich unter www.tippi.com/astrosam. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege weiterhin ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.